Gott, sie ist so groß, dass sie gar nicht ins Erdnussbild passt. Oh, scheiße. Diesen Worten ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video von der Loot Chest. Ja, sie ist heute endlich angekommen und ich dachte, dann mache ich mich direkt dran und mache ein neues Video für euch. Ich werde zur Box nicht viel erklären, da es von der Box nicht sehr viel zu sehen gibt, sondern ich werde einfach schon ins Innere gehen, ins Intime. Aber wir sehen ja erstmal natürlich Loot Chest. Dann sehen wir hier, dass Loot Chest auf Facebook ist, Twitter und Instagram. Und dann sehen wir halt die Webseite www.lootchest.de. Und sonst nicht viel. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und wir sehen hier direkt, also ich sag's mal so voran, ich habe die noch nicht geöffnet. Ich öffne sie jetzt das erste Mal mit euch. Dann sehen wir jetzt hier schon das Lootbook. Ich lasse es hier kurz, ne? So, wer jetzt lesen möchte, sollte jetzt ein Foto machen. Gut, also, das gehen wir gleich noch drauf ein. Wir sehen ja als erstes natürlich die Star Wars Figur Finn. Star Wars. Four of Horses Wars. From the new film. Star Wars. Finn. Wie ein Bobblehead. Also das ist wohl eine Wackelfigur. A train video displays to... Zu viel Zahlen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir das mal aus. Das ist ja... Oh, das ist... Oh! Das ist aber... Das hier ist alles Plastik. Das ist Metall, so hart Plastik. Das ist also ein Wackelkopf. Okay. So. Gut. Ich packe das jetzt mal wieder ein. Also, ich sag mal so viel zu der Loot Chest. Ich habe die Loot Chest ja vorher schon bestellt gehabt und ich habe dann gewartet und die kam heute erst ganz spät an. Wir haben es jetzt gerade 16.47 Uhr. Und so viel ist in der Loot Chest jetzt auch heute auch nicht drin. Wenn ich also die Loot Chest weiter bestellen soll, schreibt es einfach in die Kommentare und dann mache ich es halt weiter. Aber erst dann machen wir jetzt weiter. Dann haben wir hier noch eine einzelne Chupa Chups. Lecker. Dann haben wir hier noch eine Decke. Star Wars. Na, so rum. Das ist eigentlich... Das fühlt sich eigentlich ziemlich schön an. Dann haben wir hier noch ein paar Bilder draufgeklebt. Disney. Aber eigentlich, na gut, aber eigentlich... Oh, die fühlt sich gut, das Produkt ist... das Produkt ist schön, fühlt sich gut an. Das werde ich aber jetzt noch nicht auspacken, das machen wir gleich. Gut, dann haben wir hier noch ein Poster, ein Aufkleber. Working. The Walking Dead. The Walking Dead. Fine Sticker. Na gut. Ja. Dann haben wir noch... Last but not least. Nee, doch nicht last but not least. Ha! Noch ein Probe-Comic. Juhu! Dann habe ich noch ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Größe... S. Passt mir also nicht. Scheiße. Aber gut. Das ist ja kein Ding, denn... Vielleicht könnt ihr das dann gewinnen. Ich schau mal. Aber ich glaube, das schenke ich jemandem. Aber wir schauen mal. Ist ein schönes T-Shirt. Von der Qualität her denke ich mal auch gut. Ich packe es mal aus. Boah. Gut verpackt. Das muss ich Loot Chest schon lassen. Das ist echt gut verpackt, ne? Also ich schätze. Oh. Oh,
gut. Boah. Also von der Qualität her, echt gut. Also von der Qualität her ist er sehr gut verpackt. Also das ist echt gut verarbeitet. Die Schrift ist auch ziemlich gut verarbeitet. Und leider passend tut es mir nicht. Schade. Aber gut. Was haben wir hier noch? Oh, ein Probe-Bett. Batman! Yeah! Ein Batman-Comic! Gibt viel zu lesen. Sehr viel zu lesen. Schön! Neues von Superhelden. Batman! Superman! Yes. Bei diesem Punkt muss ich mich jetzt mal ganz kurz einmischen. Es tut mir leid, dass ich das Video jetzt so spät bringe. Ja. Ich habe es leider gestern nicht mehr geschafft. Und ja, tut mir leid, dass ihr das auch nicht mitkriegt, was ich sage. Aber wie gesagt, ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft. Es wird auch nicht mehr vorkommen. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Lasst ein Abo da. Lasst ein Gefällt mir da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Höchstens von der Drohne, die ich mir gekauft habe. Vielleicht hänge ich auch gleich direkt dran. Ja. Und ich mache gleich noch ein Bild von der Drohne. Ich blende jetzt ein Bild nochmal ein, damit ihr sehen könnt, schon mal so einen Vorgeschmack. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wie gesagt. Und ja, gut. Bis dann. Ciao.